Die A1 gehört zu den meistbefahrenen Strassen der Schweiz. Darum sei es laut dem Regierungsrat Ernst Stocker auch dringend nötig, jetzt endlich Gas zu geben. Wir fordern, dass die Frage, ob es den Halbanschluss gibt oder nicht, dass die vehement zu verneinen ist. Es braucht den Anschluss. Die Fragestellung, die das Bundesgericht aufwirft, die ist völlig unsinnig, weil wenn man eine Autobahn hat, muss der Verkehr dort rauffahren können. Und das Bundesgericht stellt Fragestellungen, die gar niemand im Moment hat wollen. Der Entscheid vom Bundesgericht ist das Resultat der Beschwerde der Gemeinde Winigen. Die Gemeinde hat Einsprache erhoben, weil sie mit der Umsetzung des geplanten Halbanschluss Winigen nicht einverstanden sind. Also wir haben von Anbeginn gefordert, dass es eine Überdeckung gibt. Wir haben mit dem Projekt Chance Gubrist die 270 Meter gefordert, haben aber nachher müssen aufgrund mit dem Gespräch mit dem Astra akzeptieren, dass es aus Sicherheitsgründen nicht geht, weil es nahe am Limmataler Kreuz zu ist. Und auf der anderen Seite haben wir gefordert, dass der Anschluss, der Halbanschluss zum Siedlungsgebiet ausgenommen wird. Und diese Forderung, die ist jetzt vom Bundesgericht bestätigt worden. Und ich glaube, wenn man es jetzt so macht, dann nachher ist das gut für uns. Dass es den Autobahnanschluss dringend braucht, findet auch der CVP-Kantonsrat Josef Wiederkehr. Der Gubristunnel braucht auf jeden Fall die dritte Röhre und der Halbanschluss muss auch gelöst sein. Ja. Weil ohne Halbanschluss wird der Verkehr in der Region zusammenbrechen und das wollen wir ja auch nicht. Alle beteiligten Parteien sind sich also einig, die Frage, ob es einen Halbanschluss braucht oder nicht, ist klar mit Ja zu beantworten. Sie wollen aber auch, dass die dritte Röhre endlich in Angriff genommen wird. Es ist jetzt schon unsäglich, wenn man den Leuten sagen muss, dass 10 Jahre geht, bis im grössten Verkehrsengpass der Schweiz endlich eine Lösung gefunden werden kann. Und darum ist eine Forderung, es braucht den Anschluss. Die zweite Forderung, es muss jetzt unbedingt angebaut werden an dem Gubrist mit dem Bohren von diesen 2 Löchern. Das Astra prüft jetzt alle Optionen. Wie es in einer Mitteilung schreibt, kann vorläufig keine ausgeschlossen werden.